Stilles Örtchen sagen die einen, Häusel nennen es die anderen. Zu gern verhüllt unsere Sprache, was anrüchig ist. In der Tat finden viele Österreicherinnen und Österreicher das WC anrüchig, zumindest das öffentliche. So schlussfolgert auch eine neue Studie. Knapp 60% ekeln sich hierzulande laut der Umfrage regelmäßig, wenn sie das öffentliche WC aufsuchen. Gut 22% benutzen es überhaupt nur im Notfall. Nachgefragt hat das Salzburger Hygieneunternehmen Hagleitner. Der Toilettenreport 2023 gibt Aufschluss über Wunsch und Wirklichkeit und die größten sanitären Ärgernisse. Hierzu gehört ausdrücklich fehlendes WC-Papier. 36,5% erleben dies immer wieder. Nicht anders ergeht es 42,3% der Befragten mit der Seife. 52,7% beobachten periodisch, der Mülleimer quillt über. Dessen Inhalt zu sehen, widert 59,3% an. Generell haben die Studienautorinnen und Studienautoren nach dem Ekelfaktor auf dem Lokus gefahndet. Hagleitner interessiert sich für das, was die Leute brauchen, was sie für Bedürfnisse haben, wenn es um die öffentliche Toilette geht. Also wir wollen uns da den Status quo anschauen oder in dem Fall den Status quo. Hier die Top 5 der Abscheu. Platz 5, der Mülleimer. 49,7% mögen ihn nicht einmal berühren. Platz 4, herumliegende Hygieneartikel. Keine Hand entsorgt gern fremde Tampons. Platz 3, der Türgriff. Ihm kommt in der Regel niemand aus. Platz 2, die Toilettenbürste. 72,4% graut es davor, sie zu betasten. Platz 1, die Klobrille. Der WC-Sitz stößt mit Abstand am meisten ab. Sage und schreibe 85,2% beträgt sein Ekelfaktor. Noch dazu wollen 94,1% der Interviewten die Klobrille sogar desinfiziert wissen. Das ist ein weiteres Ergebnis des Hagleitner Reports von 2023. Dabei hatte es die Untersuchung auch auf persönliche Hygieneartikel abgesehen. 50,6% werfen Tampons in der Toilettenkabine weg, bei 43,1% sind es Binden, bei 42,5% handelt es sich um Slip-Einlagen, bei 17,8% um Kondome. 11,2% beseitigen an Örtchen und Stelle Inkontinenzeinlagen, 8,6% Blister etwa für Zäpfchen. Hagleitner möchte wissen, auf was die Kunden in Bezug auf öffentliche Toiletten Wert legen. Gerade wenn es so zu Problemen oder Schwierigkeiten kommt, da wird es dann interessant, weil da kann man auch sagen, was macht man besser, was kann man anders machen. Und da kommt dann auch unsere Entwicklung ins Spiel. Wir machen eine Marktforschung, um Aktivitäten, die wir machen, zu validieren. Weil wir wollen das immer so machen, dass der Kunde natürlich auch einen größten Nutzen hat. Die Studie für den Hagleitner Toilettenreport hat Apinio durchgeführt, eine internationale Marktforschungsplattform. In Österreich wurden 1000 Personen interviewt, je 500 Frauen, je 500 Männer, je 18 bis 65 Jahre alt. Die Erhebung lief von 26. September bis 1. Oktober 2023.